Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir warten noch eine Minute, bis es dann wirklich losgeht, bis alle da sind. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Webinar, das ganz im Zeichen der Search Engine Optimization steht. Und wir haben heute zwei sehr spannende Referate. Und zwar wird uns zuerst der Alexander Ray von Mediaschneider Hoy einen SEO-Case vorstellen. Den haben wir mit unserem Kunden Delico realisiert. Und dann freut es mich, dass im Anschluss uns Markus Klöschen von Searchmetrics die Frage beantworten wird, wie funktioniert denn dieser Google-Algorithmus? Searchmetrics ist ein Berliner Unternehmen, das bietet seit 2005 SEO-Lösungen und Online-Marketing-Tools an. Ich habe dann mal die ChatGPT gefragt, was denn so, wie so ein Google-Algorithmus funktioniert, und habe gebeten, das in einem Satz zusammenzufassen. Und da habe ich folgendes Resultat bekommen. Der Google-Algorithmus analysiert und bewertet Webseiten basierend auf einer Vielzahl von Faktoren wie Relevanz, Qualität, Vertrauenswürdigkeit und Benutzerfreundlichkeit, um die bestmöglichen Ergebnisse für Suchanfragen der Nutzer zu präsentieren. Ja, dann nimmt es mich Wunder, ob hier ChatGPT richtig geantwortet hat. Schon mal jetzt einen herzlichen Dank an Markus, auch dass du dir die Zeit nimmst, diesen spannenden Vortrag uns und unseren Webinarteilnehmern zu präsentieren. Und ja, ich würde dann gleich starten und das Wort meinem Kollegen Alex übergeben. Vielleicht noch kurz nach dem Vortrag wird es eine Q&A-Session geben. Wenn Sie Fragen haben, dann das bitte in den Chat reinschreiben und wir werden dann nach dem Vortrag versuchen, diese Fragen zu beantworten. Vielen Dank und ich wünsche viel Unterhaltung und Alex, the stage is yours. Danke dir vielmals, Moritz. Von meiner Seite her ein herzliches Willkommen. Danke, dass Sie den Weg gefunden haben über Mittag in unser SEO-Webinar. Das ist nicht selbstverständlich. Mein Name ist Alexander Ray. Ich leite das Search-Team von Mediaschneider Hoy mit 5 Fachspezialisten. Und wir begleiten unsere Kunden in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung und bezahlte Suchmaschinenwerbung auf Google und Bing. Und dürfen unsere Kunden da Empfehlungen und Optimierungen abgeben, dass wir natürlich eine Steigerung von Positionen oder Abverkäufen generieren können. Das heutige Thema, meine Einführung, SEO-Trends fürs 2023, habe ich mir das Thema SEO-freundliches Texten herausgenommen. Man sieht schon links auf der Seite, müssen wir schauen. Unsere Erfolgsstory, die ich präsentieren kann, aus dem Hause Mediaschneider mit unserem Kunden Delico AG, welcher Moritz bereits erwähnt hat, für Freaks for Food. Delico AG ist ein Schweizer Lebensmittelimporteur im St. Gallischen Gossau und importiert ausgewählte Lebensmittel, die sie später an Retailers weiter vertreibt. Delico hat auch einen Online-Shop direkt auf ihrer Seite, das ist namens freakforfood.ch, den wir seit geraumer Zeit begleiten und natürlich SEO-Maßnahmen mit dem Kunden zusammen von Delico und Freaks for Food, mit den Freaks for Food-Mitarbeitern umsetzen. Die Frage gleich, ja, wie machen wir das? Wie haben wir Freaks for Food Wachstum
in der organischen Google-Suche betreffend Sichtbarkeit und Traffic generieren können, schauen wir uns an, wie sind wir überhaupt an diese Optimierung herangegangen. Das wird der allerwichtigste Punkt sein heute. Und wir nehmen ein schönes Beispiel, am Beispiel von den BBQ-Soßen von Freaks for Food. Sie haben da eine breite Palette. Und das ist natürlich ein emotionales Produkt, das man gut anpreisen kann. Folgende Herangehensweise haben wir gewählt. Also Freaks for Food hat bereits einen bestehenden Blog. Dann war es naheliegend für uns, natürlich mit diesem Blog zu arbeiten. Diesen Blog auch als Maßnahme für den BBQ-Soßen-Push zu verwenden. Wie gehen wir das an? Wir müssen ja uns zuerst einmal überlegen, ja, was ist überhaupt relevant für die Leute draußen? Wie ist das Suchvolumen? Sucht überhaupt jemand nach diesen Produkten? Oder können wir das einbetten in einen schönen Text, der halt jetzt nicht direkt mit der Soße etwas zu tun hat, aber in einem Überbegriff, wo sich relevante Suchanfragen kommen, ob wir da nicht diesen Umweg gehen können. Das sind wir dann auch so angegangen. Wir haben das Thema einmal eingegrenzt. Wir haben jetzt den Oberbegriff BBQ Grill einmal genommen. Wir werden es gleich sehen, wie wir da vorgegangen sind. Mit dem SEO-Tool Search Metrics von meinem Kollegen Markus können wir uns da Inspirationen dazu abholen, in welche Richtung ein Text überhaupt gehen sollte oder was die Leute für wichtig empfinden. Das Allerwichtigste dabei ist, dass wir das Suchvolumen abfragen können. Also wir schreiben nicht einen Text für ein Produkt, das am Schluss keine Suchvolumen generiert, sondern wir suchen uns ein Thema aus, das die Leute auch interessiert. Das sieht dann folgendermaßen, im praktischen Beispiel sieht das dann so aus. Bei dem Tool Search Metrics haben wir die Möglichkeit, den Topic Explorer zu verwenden. Der Name sagt schon alles. Wir können hier Themen auf Themen kommen, die wir so jetzt, sage ich mal, auf der grünen Wiese nicht gleich im Hinterkopf hatten. Wir sehen da unten rechts, wir haben jetzt als erster Überbegriff den BBQ Grill genommen. Der hat uns dann aufmerksam gemacht, dass unten rechts der gelbe Punkt Grillieren ein größeres Suchvolumen abdecken könnte. Man kann jetzt diesen Punkt, den gelben Punkt, auch noch aufklappen. Man sieht schon vom Volumen her, er ist schon etwas größer. Das heißt, es steckt noch etwas dahinter. Da können wir dann mal auf die Suche gehen. Wenn wir das aufklappen, sieht es dann so aus. Jetzt ist der gelbe Punkt unten in der Mitte, Grillen, ist aufgeklappt und es kommen weitere Unterthemen, die mit diesem Thema schon verbunden sind. Also wir sehen jetzt ganz groß da den pinken Punkt mit dem Häkchen drin, Gasgrill. Das sehen wir dann auch auf der linken Seite in der Legende. Bei Gasgrill haben wir ein monatliches Suchvolumen von 8.500 Suchanfragen. Ist natürlich auch sehr, sehr saisonal bedingt, muss man jetzt auch sagen. Wir sind jetzt von dem gelben Punkt aus in der Themensuche über den Gasgrill runter zum türkisen Punkt weitergegangen und haben da gesehen, mit dem Häkchen, der türkise Punkt, die Grillrezepte, wären noch ein spannendes Thema jetzt für unsere BBQ-Soßen, wie wir das angehen und einbetten können. Also da sehen wir, wie könnte unser Produkt schön angepriesen und eingebettet werden in einen Text, den man nachher natürlich auf die Webseite stellt. Wir haben uns in dem Fall für das türkise Thema entschieden. Das sind die Grillrezepte mit den 588 Suchanfragen pro Monat und sind von dem ausgegangen, dass wir ein Thema bestimmt haben. Des Weiteren hat das dazu geführt, dass wir das ein bisschen attraktiv gestalt,
gepostet haben. Wir sehen jetzt ganz links den Blogbeitrag, der auf freaksforfood.ca ersichtlich ist. Und der ist unter dem Thema, welcher Grilltyp bist du, herausgekommen. Und da, das können Sie selber dann auf Freaks for Food noch nachschauen, sieht man dann, wie das Produkt eingebettet worden ist in einen relevanten Suchmaschinentext. Wir haben natürlich nicht nur diesen Text, das ist jetzt nur ein Beispiel, der es aufzeigen sollte, wie man in die Themenfindung reingeht. Es gibt noch andere Blogbeiträge wie die Chili-Soße oder die Cipriani Food and Drinks Blogbeiträge, die schlussendlich dazu münden, dass diese Maßnahme unterstützend ist für die Performance der SEO-Leistung. Da sehen wir, im letzten halben Jahr haben wir durch nicht nur diese Barbecue-Soßen-Blogbeitrag, sondern durch mehrere Blogbeiträge die Seite steigern können, die Leistung, anhand von Klicks und Impressionen. Das sehen wir oben links. Das Blaue sind die Klicks und das Violette sind die Impressionen, die wir jetzt steigern konnten innerhalb von einem halben Jahr, was natürlich sehr erfreulich ist, aufgrund von auch technischen Maßnahmen, die wir natürlich unterstützend gemacht haben, aber auch zum Großteil wegen den Blogbeiträgen, die wir so in der Themenfindung gesucht und gefunden haben, um es relevant zu machen für die User, damit möglichst viel Traffic auf unserer Seite generiert werden kann. Das ist unsere Erfolgsstory zum Thema SEO-freundliches Texten, vor allem in der Themenfindung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der kurzen Zeit, mein Referat dauert nur ein paar Minuten, einen kleinen Einblick geben, wie man das ganze Thema angehen könnte und was so die Trigger sind, was ausgelöst werden kann, um relevanten Traffic, der auch nachhaltig ist, auf Ihre Seite bringen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und übergebe gleich meinem Kollegen Markus von Searchmetrics. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich übernehme gern und teile mal kurz meinen Bildschirm. Eine Sekunde. Genau, vielen Dank, Alex. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesehen, wie man in die Themenrecherche eingeht und wie man das ganze Thema des Schreibens natürlich noch abdecken kann. Für mich ist das ein Herzensthema und deshalb bin ich sehr oft unterwegs auf Veranstaltungen und versuche, Menschen beizubringen, dass das Thema Suchmaschinenoptimierung super relevant ist, egal für welche Branche. Das heißt, wir sehen auch in unterschiedlichsten Branchen draußen auf der Straße den Mehrwert an der organischen Suche. So war es dann tatsächlich auch vor ungefähr 2 Monaten, wo ich auf einer Konferenz war. Und in der Pause kam jemand auf mich zu und sagte, Mensch, Markus, du bist doch derjenige, der jetzt gleich über SEO reden wird. Was ist denn da hier mit diesem OpenAI und ChatGPT? Und danke, Moritz, dass du es gerade schon angesprochen hast. Das Feedback von diesem Menschen war dann, SEO ist doch tot. Habe ich gesagt, schon wieder. Das erste Mal wurde SEO als nicht mehr relevant erachtet im Jahr 1997. Ich wage die These, dass sehr viele hier in diesem Webinar 1997 noch nicht allzu aktiv im geschäftlichen Nutzen des Internets waren. 1997 ist das Jahr, in dem Kylie Jenner geboren wurde und Alexander Zverev, in dem Lady Di und Mutter Teresa gestorben sind. Das Jahr, in dem ich ein Zertifikat für die Weiterbildung zum Thema Online-Dienst und Internet bekommen habe. Seitdem ist SEO schon diverse Male für tot erklärt worden und am Ende des Tages war es nur eine Evolution.
Und genau das legt uns jetzt auch mit ChatGPT und ähnlichen Lösungen vor. Aber schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was ChatGPT ist. Keine Angst, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, aber so zwei, drei Sachen sollten wir mitnehmen, damit wir am Ende dieses Webinars alle wissen, ob und wie wir ChatGPT unter Umständen benutzen können. Also GPT ist ein Large Language Model. Am Ende des Tages ist es ein Sprachmodell, welches Text generieren kann. Ja, und das Pre-Trained steht hier eigentlich einen sehr wichtigen Punkt für mit vortrainierten Daten. Ja, und in diesem Fall gibt es einen sogenannten Open Crawl, das ist eine Non-Profit-Organisation, die einen großen Teil des Internets crawlt. Und die Informationen daraus werden in dieses GPT eingeflossen. Es sind 3,1 Milliarden Seiten, die da getestet wurden, dazu noch die Wikipedia und Google Books, die einfach diesem System dann helfen sollen, zu verstehen, wie Sprache funktioniert. Und daraufhin kann dann dieses System Sprache nutzen, um Informationen zu teilen. Und das Chat in ChatGPT steht ganz klassisch einfach für die Art und Weise, wie ich mit dem System kommunizieren kann. Also hier habe ich tatsächlich die Chance, eine Konversation zu führen, also diesem System zu sagen, schreib mir bitte einen Text über XYZ und gegebenenfalls darauf auch nochmal Bezug nehmen und sagen, ja, bitte schreib das mal ein bisschen freundlicher, bitte ein bisschen länger, bitte nimm noch zwei Beispiele mit ein. Und als Beispiel dafür ist natürlich dann zum Beispiel die Idee, dass ich eine Suchmaschine gar nicht mehr benutzen muss, weil dieses Textmodell kann mir die Sachen ja schon beantworten. Ja, also wir haben jetzt gerade gemerkt, warum soll ich jetzt Google fragen, wenn eine Suchmaschine funktioniert, wenn ich ChatGPT das auch schon fragen kann. Und der zweite Teil ist natürlich, dass wir jetzt in der Lage wären zu sagen, ich habe eine Suchmaschine über Barbecue-Soßen. Bitte schreib mir einen Text der Länge 400 Worte über Barbecue-Soßen und füge zwei Zwischenüberschriften ein. Das kann ChatGPT tatsächlich tun. Aber kommt auf den nächsten 20 Folien. Nehmen wir ein Beispiel. Ich will meiner Frau einen Gefallen tun und ein schönes, weichgekochtes Ei zaubern. Typischerweise macht sie bei uns die Frühstückseier. Deshalb weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie lange muss ich so ein Ei eigentlich kochen. Jetzt könnte ich also zu Google gehen und sagen, liebes Google, wie lange muss ich ein Ei der Größe L kochen, um ein weiches Eigelb zu bekommen? Oder ich mache das mit ChatGPT. Und ChatGPT sagt mir dann, sehr korrekt, Experten empfehlen so 3 bis 4 Minuten. 3 bis 4 Minuten kann bei einem Ei natürlich schon einen Unterschied machen. Das sagen sie auch in dem Text. Und es ist am besten, das Ei nach 3 Minuten nochmal zu prüfen. Und dann gegebenenfalls 30 Sekunden weiterzukochen. Da schreiben sie natürlich nicht, dass wenn ich das Ei prüfe, also köpfe, dass ich dann das Ei so nicht mehr weiter nutzen kann. Ja, also ein bisschen, sag ich mal, die Information grundsätzlich ist da, es ist lesbarer Text, vielleicht ist das mit den Fakten noch nicht ganz so sauber. Aber was sagt denn Google? Ja, Google sagt ganz klar, hochwertige Inhalte werden von uns belohnt, egal wie sie produziert werden. Hochwertig misst Google prinzipiell nach dem EAT-Faktoren. Das heißt, kann ich mit meinen Inhalten Experience, Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness darstellen? Also kann ich zeigen, dass ich die Person oder das Unternehmen bin, das mit Erfahrung und Kompetenz ein Thema bearbeite und kann man mir trauen? Und wenn ich das kann, dann ist Google in der Lage, sich auf diese Qualität eben zu fokussieren. Und das ist im Prinzip die Aufgabe von der Suchmaschine. Und genauso sagen sie in demselben Text übrigens, das hier ist dasselbe Problem, wie wir vor 10 Jahren hatten, als viele Unternehmen angefangen haben, so Content-Farmen aufzumachen, wo einfach hunderte von Menschen nichts anderes gemacht haben, als Inhalte für Suchmaschinen zu generieren. Und da kann man ja auch nicht hingehen und sagen, na gut, Texte von Menschen können wir einfach pauschal nicht annehmen. Genauso würden sie das mit AI auch nicht machen. Solange wir einen hochwertigen, helpful Content haben. Google hat im August letzten Jahres das sogenannte Helpful Content Update ausgerollt. Da haben sie sehr genau beschrieben, dass sie weiter daran arbeiten, besser zu verstehen, wann ist ein Inhalt hilfreich. Wann kann ein Inhalt so relevant sein, dass sie ihn dann auch zeigen wollen. Und das schreiben sie als einen der wichtigsten Punkte, Inhalte nicht primär für Suchmaschinen erstellen, sondern immer wieder daran denken, für wen wollen wir das eigentlich machen, nämlich für die Personen, die eine Fragestellung haben, wofür sie die Suchmaschine benutzt haben. Also was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, wir sollen bitte nicht für Suchmaschinen schreiben.
Wir müssen uns an die EAT-Faktoren halten. Das ist übrigens ein Job, den so Kollegen wie Alex und ich typischerweise machen, Unternehmen dabei beraten, wie wir das sicherstellen können. Und wir dürfen, wenn wir wollen, AI-Texte oder AI-gestützte Texte benutzen. Soweit Google. Und was sagt OpenAI, also die Schaffer von ChatGPT dazu? Ich fasse es kurz zusammen. Sie sagen, unseren Texten kann man nicht trauen. Unsere Texte sind statistisch sehr wahrscheinlich richtig. Wir können aber weder Fakten prüfen, noch können wir Referenzen geben, noch können wir irgendwelche Daten verifizieren. Was sie machen ist, sie wissen, dass in einem gewissen Themenbereich nach einem gewissen Wort typischerweise ein anderes Wort kommt. Und wenn da eine Zahl kommt, dann kommt eine Zahl hin. Egal, ob diese Zahl richtig ist oder nicht. Das heißt, in meinem Beispiel mit den Eiern hätte es auch passieren können, dass da auf einmal 8 oder 7 steht. Das heißt, ChatGPT sagt gerade über sich selbst, trau unseren Informationen nicht. Das ist übrigens etwas, was ich grundsätzlich mitgeben möchte. Wie machen wir es denn dann? Ja, hallo, ich bin der Markus. Ich bin Solution Architect bei Searchmetrics. Das heißt, ich helfe bei Searchmetrics unseren Kollegen und den Kunden dabei zu verstehen, was diese eben entsprechend brauchen, wie die Lösung von Searchmetrics gegebenenfalls aussehen kann. Ich bin Speaker, wie heute, Dankeschön. Und ich bin Search Consultant. Also ich arbeite grundsätzlich an dem Thema SEO. Gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir uns an, was Google in den sogenannten Quality Rater Guidelines schreibt. Das ist die Information, die wir weitergeben an Menschen, die die Qualität eines Suchergebnisses bewerten sollen. Das heißt, Google hat ja einen Algorithmen geschaffen und nutzt ab und zu menschliche Tester, die das Ganze nochmal verifizieren. Und da sagt Google, die Aufgabe von den Suchmaschinen ist es, gute, hilfreiche Informationen zu finden. Und dafür müssen wir ein diverse set of high-quality search results zur Verfügung stellen. Also mehrere Suchergebnisse, damit der Mensch weitersehen kann, was kann denn dafür für mich in Frage kommen. Hat Google etwas mehr Informationen und ein gutes Gefühl dafür, ob sie die Frage beantworten können? Tun sie dies typischerweise oberhalb der Ergebnisseiten, sodass ich als Mensch oder als Nutzer sehe, was Google glaubt, was richtig ist, bekomme aber noch die Option, weiter mir die anderen Ergebnisse anzuschauen. Google hat allein im Jahr 2021 über 5000 Änderungen an den Algorithmen gemacht. Das heißt, das, was heute funktioniert und das, was ich heute über ChatGPT und alle anderen Sachen sage, kann sein, dass sich das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten nochmal verändert. Das macht es definitiv, vor allem im Bereich der Erkennung der Nutzerintention. Nutzerintention ist für Google das Verständnis, was möchte der Mensch, der diesen Begriff eingegeben hat oder die Begriffskombination, eigentlich erreichen? Möchte der eine Information haben? Und da haben wir zwei Bereiche, da gibt es einmal Know und einmal Know Simple. Know ist wirklich, wie funktioniert eigentlich Barbecue-Grillen, und Know Simple ist, wie groß ist Boris Becker? Ja, also wo ich ja einfach wirklich sagen kann, es gibt eine relativ klare Antwort darauf, dann gibt es eben oben drüber die Featured Snippets. Do ist tatsächlich, ich möchte etwas kaufen, ich möchte mich irgendwo eintragen, ich möchte ein Gewinnspiel mitmachen, ich möchte ein Formular haben. All das, was wirklich eine Aktion am Ende des Tages hervorruft. Website Query ist sowas wie Facebook-Login, TikTok-Login, Datenschutzbedingungen, Commerzbank, all solche Themen, also wo ich wirklich sagen kann, ich möchte eine ganz gewisse Seite sehen. Und der letzte Punkt ist Visit in Person. Das heißt, das beste Café in meiner Nähe, das ist natürlich nicht eine Webseite, die mir sagen soll, welche Cafés gibt es überall, sondern da möchte Google uns am liebsten direkt sagen, welche in meiner Nähe sind. Und dann nehmen wir mal ein Beispiel. Ich mag Beispiele, und hervorragend und nicht abgesprochen. Alex hat das Thema Barbecue-Soße gebracht, und ich muss kurz ein Content-Warning geben. Es geht um Fleischkonsum. Gegeben sei ein E-Commerce-Laden in Deutschland in dem Fall, die wollen gerne Fleisch verkaufen. Und die machen, ähnlich wie der Alex es gerade gezeigt hat, eine Themenrecherche und finden heraus, Chateaubriand. 17.000 Menschen im Monat suchen in Deutschland Chateaubriand. Chateaubriand ist relativ teuer, wir haben eine relativ hohe Marge, das ist ein super interessanter Begriff. Dafür müssen wir doch in die Top 10. Also gucken wir uns doch einmal an, wie sieht denn bitte die
Suchergebnisseite aktuell aus? Die Suchergebnisseite aktuell sieht genau so aus. Und wir Menschen sind natürlich sofort in der Lage dazu zu verstehen, worum es geht. Rezepte. Wir sehen organische Ergebnisse, Chefkoch, Lecker, Brigitte und wie sie alle heißen. Alles Rezeptseiten zum Thema Chateaubriand. Selbst die eingebetteten Videos haben Rezepte. Wer gerade ein sehr, sehr schnelles, gutes Auge hatte, gesehen, dass da aber auch ein Ergebnis war, da stand ganz klar Chateaubriand kaufen. Hervorragend. Kaufen ist genau das, was wir machen wollen. Wir haben ja einen E-Commerce-Shop und wir wollen Chateaubriand verkaufen. Das Problem, die Seite, die gerade hier steht mit Chateaubriand kaufen, Otto Gourmet, hat auf ihrer Seite ein Rezept. Da ist gar keine E-Commerce-Seite, sondern auch hier wird ein Rezept präsentiert in einem kleinen Informationsblock oben drüber. Dazu finden wir in der Suchergebnisseite natürlich Wikipedia, also etwas über Wissen, dieses No-Thema und genauso von dem Unternehmen Grillfürst, die hier sehr stark das Thema Chateaubriand erklären wollen. Und wenn wir uns die Seite anschauen, und das möchte ich auch immer mitgeben, wenn ich einen Begriff angreifen möchte, für den jemand bereits relevant zu sein scheint, gucke ich mir nochmal an, was die so machen. Und die Kollegen von Grillfürst haben sich ziemlich viel Mühe gegeben. Und dann bin ich hingegangen, habe mir nochmal angeschaut, wie sieht denn eigentlich die Überschriftstruktur auf dieser Seite aus? Also wie benutzen diese Menschen die Struktur der Seite? Wie helfen sie der Suchmaschine und den Nutzern, die Seite besser zu verstehen? Und da sehen wir, dass sie auch hier wieder sehr viel Mühe sich gemacht haben und dass sie sehr, sehr viele Fragen beantworten. Pro-Tipp, Fragen beantworten hilft immer. Und wir sehen aber auch, dass selbst hier ein Chateaubriand-Rezept mit integriert ist. Das heißt, auch die sind auf Nummer sicher gegangen und haben gesagt, okay, nee, ich möchte zur Sicherheit dann doch auch noch ein Rezept hier platzieren. Wenn wir uns also die Top 10 anschauen, dann sehen wir, dass wir 7 Rezepte, 2-mal Wissensblock und 1-mal so ein Local Pack da drin haben, plus ein bisschen Anzeigen drumherum. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit, und das ist eine frei gewählte Seite, mit so einer Seite von Don Kane zum Beispiel, wo ich nur die Produkteliste nahezu keine Chance habe, mich zu platzieren. Also Google glaubt, dass die Menschen, die Chateaubriand eingeben, die Intention haben, ein Chateaubriand zuzubereiten. Und das ist ein Punkt, den möchte ich unbedingt mitgeben. Also dieses Keyword Research, ja, unbedingt. Wir müssen wissen, welche Begriffe haben Suchvolumen. Aber passt dieses Suchvolumen und die Erwartung der Suchmaschine zu diesem Suchvolumen zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte? Jetzt habe ich natürlich die Chance zu sagen, ja klar, ich habe verstanden, die Suchmaschine möchte gerne den Menschen da Rezepte präsentieren, also präsentiere oder fokussiere ich auch mich hier auf die Rezepte, sowas wie die Kollegen von Don Kane tatsächlich gemacht haben, habe dann natürlich die Herausforderung, dass ich weiter weg bin von der eigentlich gewünschten Conversion. Also jemand, der ein Rezept sucht, ist nicht zwingend gerade in dieser Sekunde in der Situation, wo er dieses Stück Fleisch dann auch kaufen möchte. Die zweite Alternative ist, ich adressiere einfach eine andere Keyword-Welt. Das heißt, ich fokussiere mich nicht mehr auf dieses breite Chateaubriand, sondern vielleicht auf Chateaubriand kaufen. Und wenn wir uns da die Suchergebnisseite anschauen, ja, das Suchvolumen ist hier deutlich kleiner, dann sehen wir, dass das eine klassische E-Commerce-Seite ist. Da landen nur Seiten, die dieses Produkt verkaufen. Wir sehen Preisausschreibungen, wir sehen Bilder dazu, wir sehen Werbung von gewissen Marken. Wir wissen also, hier geht es wirklich um das Kaufen. Und wenn ich mich darauf fokussiere, und das machen die Kollegen von Don Kane tatsächlich auch, und ranken in der Top 10. Das heißt, sie werden in der Top 10 wahrgenommen von den Nutzern, die aktuell da draußen sagen, hey, ich möchte gerne ein Chateaubriand kaufen. Daher ist ein angepasster, idealisierter, vereinfachter Content-Prozess meiner Meinung nach, ich schaue mir natürlich die Themen an, hervorragend Topic Explorer benutzen, damit habe ich ein semantisches Bild meines Themas, ja, ich fange vielleicht ganz weit oben an, breche mich weiter runter, genauso wie das der Alex vorhin gezeigt hat, sodass ich dann sehe, welche Begriffe gehören eigentlich in meine Zielwelt und dann schaue ich mir die SERP an, die SERP ist die Suchergebnisseite von Google und schaue mir an, was für Seiten ranken denn da gerade? Also was glaubt die Suchmaschine, wollen die Nutzer? Ja, ich kann
mit meinem besten Wissen und Gewissen kann ich sagen, ja, Menschen, die nach Chateaubriand suchen, die wollen das kaufen. Ich kann meinen besten Freund fragen, der sagt, ja, klar, wenn ich es haben möchte, dann suche ich nach Chateaubriand. Google weiß das halt in Deutschland von 80 Millionen Menschen und kann sehr gut abschätzen, was da die typische Variante ist. Es funktioniert mit jedem Begriff. Also wenn man diese Begriffe bei Google eingibt, lernt man sehr viel darüber aus, was die Menschen denn eigentlich wollen. Google hat sehr viel Daten darüber und kann das sehr gut abschätzen. Und wenn ich diese SERP-Analyse gemacht habe, kann es natürlich sein, dass ich merke, diese Intention, die passt einfach gar nicht zu meiner Webseite oder nicht zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Und es ist sehr, sehr schwer, als ein Shop in einem Bereich gefunden zu werden, wo es nur um Rezepte geht oder wo es nur um Informationen geht. Ja, die Suchmaschine versteht natürlich, dass ich als eine Webseite, die aufgebaut ist mit /Shop/Kategorie/Produkte und allem, was dazugehört, Warenkorb, dass ich ein Shop bin. Und wenn Google der Meinung ist, die Suchintention ist eher im Wissen vermitteln Bereich, dann wird es natürlich schwer für mich als Shop da gefunden zu werden. Dann schaue ich mir die Wettbewerber an. Also wenn ich einen Begriff gefunden habe oder eine Thematik gefunden habe, dann gucke ich im Idealfall noch an, wie machen das die Wettbewerber, worüber schreiben sie. Dafür kann man übrigens auch die Content Experience sehr schön nutzen von Searchmetrics. Die übernimmt einen großen Teil davon. Und dann gehe ich in die Content-Erstellung. Und da haben wir heute gelernt, dürfen wir AI benutzen? Sollten es vielleicht aktuell noch nicht so benutzen, dass ich sage, bitte ChatGPT, schreib mir mal einen Text, ich packe den auf meine Webseite. Sondern ich gehe jetzt hin und benutze ChatGPT als Tool, als Werkzeug, um mir Inspiration zu geben, um mir einen Vorschlag zu geben, wie eine Struktur sein kann, um einen ersten Entwurf zu bekommen oder um Inhalte zusammenzufassen. Das kann ChatGPT wunderbar. ChatGPT einen ganzen Text schreiben lassen, ja, aber bitte nicht für die Webseite. Solange wir nicht sicherstellen können, dass die Fakten stimmen, wird es immer kritisch, weil wir ja als Webseitenbetreiber verpflichtet sind, die Informationen zu prüfen, die wir auf unserer Webseite haben. Einen ersten kleinen Bonus. Es gibt eine Chrome-Erweiterung, also Browser Chrome kann erweitert werden und diese nennt sich SEO Minion. Und die ermöglicht es mir, eine Suchergebnisseite besser zu verstehen und mir auch diese Daten daraus zu ziehen. Zum Beispiel kann ich alle Nutzerfragen, auch Elemente einer Seite, einer Suche mir runterziehen und dann zum Beispiel in meinem Inhalten abarbeiten. So ähnlich, wie das die Kollegen vom Grillfürst gemacht haben. Als Bonus Nummer 2, Conducta hat eine Erweiterung zur Verfügung gestellt, ebenfalls für den Browser Chrome, mit dem ich eine Wettbewerberseite sehr gut analysieren kann, wo ich also sehr, sehr schnell sehen kann, wie sollte so eine Seite aufgebaut sein? Welche Techniken soll ich abdecken? Welche Begriffe decken diese denn ab? Mit einem Mausklick getan, sodass ich ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen kann, wie sollte ich meine Seite und meine Inhalte gestalten und vor allen Dingen auch präsentieren für die Suchmaschine, um die Chance zu haben, mich eben nicht gut zu platzieren. Vielen Dank. Super, ja. Vielen Dank, Markus. Das war sehr spannend. Ich glaube, wir haben alle einiges gelernt. Es gab auch in der Zwischenzeit ein paar Fragen im Chat. Ich glaube, die erste Frage, die kommt von Markus Bachmann und er fragt, ob es auch eine Taktik wäre, auf Nischen zu setzen mit weniger Suchvolumen. Ich weiß nicht, ob man das so generell beantworten kann oder vielleicht auch Alex oder Markus, wie ihr das seht. Also ich darf, Alex, das kann man nicht nur als Taktik verwenden, sondern es gibt da Begriffe für. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sagen, ich konzentriere mich auf Begriffe, die ein sehr kleines Suchvolumen haben, weil ja auch die Informationen, die wir von der Suchmaschine bekommen, nicht immer ganz genau der Wahrheit entsprechen. Ja, kann eine Taktik sein. Herausforderung ist da natürlich, es kann sehr, sehr lange dauern und ich muss sehr, sehr viele Inhalte haben, um im Longtail hinten raus halt Dinge zu sammeln. Auch der Effekt, der so selten gemessen wird, wie die Branding-Faktoren durch organisches Ranking. Also wann werde ich als Marke in den Suchergebnissen wahrgenommen? Das geht natürlich verloren, wenn ich nur im Nischensegment unterwegs bin. Da ist natürlich schön, wenn ich sowas wie Barbecue-Soße ein Top-10-Ranking hätte. Wäre natürlich ein bisschen interessanter.
Ja, dann kommt noch eine Frage, die eher auf den Case abzielt. Alex, da hast du gefragt von Sidoni Spöri, wie viele Blogbeiträge wurden denn da veröffentlicht, um diese Entwicklung zu erzielen? Darfst du das sharen? Oder? Ja, das kann man auch auf Freaks for Food sehen, unter dem Reiter Blogs, also wir sind da ungefähr bei circa 20 Blogs, wenn ich jetzt das so einmal schnell quer durchgeschaut habe, ist natürlich nicht nur der Impact der Blogs da dabei. Da bin ich ganz ehrlich, ja, in der Kurve, die da ansteigt, also die Performance-Leistung ist natürlich nicht nur auf Blogs basiert, sondern auf weiteren SEO-Maßnahmen, die wir da getätigt haben. Aber es ist sicher ein anteilsmäßiger Erfolg, der da reinspielt. Super, vielen Dank, Alex. Und dann haben wir von Julius eine Frage, ein bisschen konkreter zu ChatGPT. Und hier wird gefragt, man kann ChatGPT aber auch Keywords mitgeben und die SEO-Texte über mehrere Anläufe schärfen. Und hier ist die Frage wohl an dich gerichtet, Markus. Siehst du die Qualität von euch dennoch besser oder ist es vor allem mit weniger Aufwand verbunden? Und dann noch eine Folgefrage, ob hier Google Bard, das ist quasi die Antwort jetzt von Google auf das ChatGPT, das ist auch ein Chat, ein Assistent letztlich, KI gestützt, könnte Google Bard hier nicht die Zukunft für SEO-Texte sein? Oder? Ja, also erstmal, wir reden aktuell über das, was ChatGPT und ähnliche Lösungen aktuell können. Also Large Language Models. Ja, was können die aktuell? Die können mit trainierten Daten sehr gut Texte generieren. Ich kann diesem System natürlich sehr viele Informationen mitgeben und ich kann sie deutlich nachschärfen. Das ist der Vorteil an dieser Chat-Funktionalität. Also, dass ich wirklich sagen kann, füge im zweiten Absatz bitte nochmal eine Information zum Thema Gasgrillen hinzu. Ja, dann kann das System natürlich das Ganze nachschärfen. Hervorragend. Ich selbst arbeite natürlich mit KI-gestützten Texten, um zu schauen, wie funktionieren die in der Suche. Als kleiner SEO, Affiliate-SEO da draußen, unbedingt ausprobieren, Erfahrung sammeln, damit spielen. Auf meiner Brand-Webseite, also in meine Marke, ja, die ich irgendwie mit anderen Marketingmaßnahmen stütze, wo ich TV-Werbung mache, wo ich in Prospekten bin, darf ich ja kein Risiko eingehen. Da muss ich ja immer aufpassen, was ist getestet und probiert und was ist gestützt und was ist noch so ein bisschen Spaß. Deshalb würde ich aktueller Stand davon absehen, diese Inhalte komplett so zu verwenden. Als Werkzeug, hervorragend. Als Werkzeug auch in Form von, das könnte mein Junior-Editor sein. Ja, das, was ich mit einem Junior-Editor vielleicht mache und sage, recherchiere mal ein Thema, fass mir das schon mal grob zusammen und gib mir mal einen Entwurf. Hervorragend. Das kann ChatGPT hervorragend machen. Das in Kombination mit einer Lösung wie die Searchmetrics Content Experience, die mir also noch ein bisschen mehr Informationen dazu gibt, welche Begriffe wie häufig verwendet werden sollten, welche semantischen Zusammenhänge es noch gibt. Spitze. Dazu muss ich aber immer, und das ist total wichtig, die Inhalte lesen und überarbeiten. Ich muss darauf achten, dass die Fakten, die ich da verwende, dass die stimmen. Ich muss darauf achten, dass der Text meinem Tone of Voice entspricht. Also das, was ich mit meiner Marke eigentlich da draußen erreichen möchte. Der Julius hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon mal von Kai Spriestersbach gehört oder gelesen. Wenn nicht, mal kurz auf LinkedIn suchen. Der bringt gerade ein Buch zu dem Thema heraus. Der hat sehr viel Erfahrung damit gesammelt, wie man mit AI-gestützten Informationen Texte stellt. Bard, genauso wie Microsofts New Bing, sind Integrationen von Sprachmodellen in Kombination mit der Suche. Und die haben im Prinzip, machen sie es so, sie führen die Suche im Hintergrund aus, also versuchen meine Anfrage im Hintergrund in Suche umzusetzen. Diese Suche führen sie aus, holen sich die Suchergebnisse dazu, füttern damit die Informationen in das Sprachmodell und lassen dann das Sprachmodell diese Informationen so zusammenfassen, dass es wie eine Antwort gilt. Das ist auch super. Warum das eine Zukunft für SEO-Texte ist, weiß ich nicht. Wir sollten uns sowieso grundsätzlich von dem Begriff SEO-Text trennen, weil ein SEO-Text
impliziert ja genau das, was Google nicht möchte, nämlich, dass wir Texte für die Suchmaschine schreiben, sondern wir müssen aus meiner Sicht immer daran denken, welche Intention befriedigt meine Seite oder soll sie befriedigen? Also was sollen die Menschen von mir bekommen da draußen? Und dann überlegen, wie ich das mache. Und egal, was wir seit, also ich mache Suchmaschinenoptimierung seit 97, 98, alles, was wir seitdem machen, ist eigentlich einfach zusammenzufassen. Bau die bestmögliche Seite. Hab die besten Informationen, die schönste Aufteilung. Agiere so schnell, wie es nur irgendwie geht. Liefer den Menschen genau das, was sie brauchen. Und welche Werkzeuge ich dafür benutze, das wird sich weiter evolutionär entwickeln. Genauso wie jetzt eben die Informationen von den Suchmaschinen da reinkommen mit KI-Systemen, mit Sprachmodellen, wo multimodal jetzt gearbeitet wird. Also ich bin ja jetzt in der Lage, ein Bild hineinzugeben in so ein Sprachmodell. Und dieses Sprachmodell beschreibt mir das Bild oder macht was auch immer damit. Da werden wir noch sehr, sehr viel lernen. Es wird sich alles wieder weiterentwickeln. Wäre langweilig, wenn alles gleich bleiben würde. Dann würden wir immer noch graue Seiten mit grauem Text zur Verfügung stellen, die dann gefunden werden. Und das wollen wir alle nicht mehr. Ja, super. Ja, vielen Dank für diese super lange Antwort oder respektive sehr kompetente Antwort, würde ich sagen. Ich glaube, also ich habe eher das Gefühl, es wird wahrscheinlich für die Spam-E-Mail-Flut wird wahrscheinlich zunehmen in naher Zukunft mit diesen ganzen Möglichkeiten. Ich wollte noch ins Publikum fragen, ob jemand noch direkt eine Frage hat an Alex oder an Markus zum Thema SEO, zum Vortrag. Dann wäre jetzt der Moment. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sind wir eigentlich relativ sportlich durchgekommen, muss ich sagen. Ich fand es wirklich sehr spannend. Ich würde auch gerne nochmal den Punkt wiederholen. Was ich sehr, sehr gut fand, ist das Thema mit den Quellen. Also das hast du ja, Markus, sehr schön gesagt, weil es ist ja auch so, das ist ja auch bei Google, wir haben diesen Bart gehört, der hat ja dann auch erzählt, dass dieses... Das erste Bild hat er schon falsch gesagt mit dem Teleskop, dass eigentlich das erste Bild wurde nicht vom neuen Teleskop gemacht, sondern schon früher. Und das sieht man auch schon, also diese Modelle sind nicht perfekt. Und ich glaube, man sollte das immer mit einer gewissen Prise Vorsicht auch genießen, weil am Schluss, du hast es am Anfang sehr gut zusammengefasst. Und ich denke, wir sind in einer sehr spannenden Phase im Marketing und es bewegt sich gerade sehr viel. Wir haben gerade noch eine Frage reinbekommen, nochmal wegen dem Buchtipp. Da hat jemand noch eine Frage, wie der Titel heißt, respektive wer das Buch. Genau, es ist Kai Spriestersbach und das Buch heißt, glaube ich, Textgenerierung mit AI. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich kann auf jeden Fall den Namen von Kai einmal in den Chat schreiben. Darüber findet man auf jeden Fall was. Genau. Richtig Texte mit AKI, ja, hervorragend. Der Julius ist offensichtlich vom Thema. Kennt sich aus. Nee, das ist super, super spannend. Wir haben sogar den Amazon-Link, ist auch schon drin. Das ist auf jeden Fall ein mega aktuelles Thema, mega spannend. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Markus, bedanken. Das war echt super spannend und wir werden dann auch noch das Recording zur Verfügung stellen und wir hoffen, es hat allen Zuschauern Spaß gemacht, über das Thema mehr zu erfahren. Ja, wir sind somit bereits durch mit dem offiziellen Programm. Ich wünsche allen Teilnehmern und natürlich euch beiden ganz viel Spaß und eine schöne Woche und nochmal vielen Dank auch an die Zuhörer, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.